Menschen mögen es, mir Dinge zu erzählen. Ihre schmutzigen, düsteren Sehnsüchte. Verzeihung, ja, ich habe was einzuwenden. Sie wollen diesen menschlichen Schandfleck doch nicht heiraten, weil sie ihn wirklich lieben. Oh Gott, nein. Herr Manadier, wie läuft's denn so, mein Großer? Lucifer, in der Unterwelt verlangt man nach dir. Und du, mein gefiederter Freund, kannst zur Hölle fahren. Sie haben ja richtig Eier, habe ich recht? Ah, vielen Dank, aber Sie sind wohl eher durchschnittlich. Glaube ich gern. Mensch, hör auf, mitfühlend zu sein. Du bist der Teufel. Ja, da bin ich. Ich bin wandelndes Heroin. Man wird abhängig und es geht nie gut aus. Sie, Detective, sind beim Charme gegenüber völlig immun. Um die Wahrheit zu sagen, ich finde Sie abstoßend. Das ist faszinierend. Sind Sie ein Hellseher oder sowas? Nein, ich bin kein Jedi. Ich kann keine Gedanken lesen. Menschen erzählen mir einfach gern Dinge. Irgendwas an ihr ist anders. Etwas, das ich nicht verstehe und es irritiert mich. Vielleicht, dass das nicht sie, die irgendwie anders ist. Wie heißt du denn? Lucifer. So wie der Teufel. Ja, genau. Störung und Wiedergeburt. Feuer, Hunger, Krankheit, Krieg. Von jeher beschränkte es sich auf zwei Menschen. Die göttliche Paarung. Ich habe das Gefühl, ich muss perfekt sein. So als ob ich alles richtig machen müsste. Bei mir ist es genau andersrum. Ich laufe vor allem davon. Mir wurde fast alles genommen. Und alles, was ich besitze, musste ich stehlen. Angst ist das, was mich antreibt. Das war mein ganzes Leben lang so. Wenn mal was daneben geht, verziehe ich mich aus der Stadt. Ich glaube, wir müssen reden. Wenn wir uns berühren, macht das Boom. Testen wir unsere Grenzen aus. Es ist genauso, wie es bei den anderen war. Einer wird leben und einer wird sterben. Das Universum bringt uns immer wieder zusammen. Das Universum bringt uns immer wieder auseinander. Only a fraction of the world's population survived. Our only option is to undo it. I'm going back to the past. Do you believe in fate? You ready to make history? Or I'll make it. Remember, Mr. Cole, and everyone you see is already dead. I'm not gonna hurt you, Doctor, really. How do you know my name? You gave me this mission. You think you're from the future? I know. It's hard to wrap your mind around. Now, please. Where is Leland Frost? I remember meeting you in 1987, and you looked exactly the same. What do I do that is so monumental that the laws of physics are broken? Even if you stop him, how will you know if the future's changed? I'll be erased. You know what they call that? Paradox. I don't know what the hell is going on here, Cass. But I know it's not all in your head. You believe me now? I don't know what I believe, but I have a lot of goddamn questions. How is that possible? How is that possible? You can't just kill someone. He's already dead. Everybody is already dead. You are already dead. Understand? That's okay. But you will. Wer von Ihnen will Computer entwickeln? Ich will einen Rechner bauen, den niemand den Mut hat zu bauen. Wow. Was? Du brauchst mich, sonst wärst du nicht hier. Tausende warten auf so eine Chance. Nein. Das ist keine gute Idee. Warum? Weil es illegal ist.
Schnauze! Du Arsch! Wow. Das IBM PC Raum BIOS. Wir haben ein Problem. IBM ist hier. Ihr wollt uns also anklagen? Wir können sie nicht feuern? Nein. Wer ist mein Boss hier? Ich. Es kann losgehen. Unsinn. Ein Mann, die Flasche und seine Familie. 6 Kinder, für die man da sein muss. Und das, obwohl man keine Ahnung davon hat. Ihr glotzt mich alle an, als würde ich es nicht gebacken bekommen. Was ja auch stimmt. Das kann einen ganz schön fertig machen. Wer zum Teufel ist das? Mein Dad. Was hat er eingeworfen? Was mein Vater tut, was meine Familie tut, geht dich einen feuchten Scheißdreck an. Ganz abgesehen von den Kleinen. Wir untersuchen auf richterlichen Beschluss hin Betrugsfälle im Bereich der Sozialhilfe. Und größeren Problemen. Debbie hat ein Baby geklaut. Wir müssen es irgendwie zurückbringen. Debbie klaut Babys? Es läuft eine Großfahndung. Hubschrauber, SWAT. Wir schnappen das Schwein, das das getan hat und hacken ihm die pädophilen Eier ab. Fiona hält den Laden zusammen. In 10 Minuten alle unten antreten. Lip und Ian besorgen, was notwendig ist. Hey, so gut wie neu. Debbie und Carl packen auch schon mit an. Wie wär's mit Kuchen? Und Liam ist der größte Schatz. Na, Liam? Das hätten wir. Frank hat seine ganz eigenen Probleme. Das, die Stromrechnung, Steuern. Das zahlen wir. Ein Leben voller Überraschungen. Also, wenn mir schon was peinlich ist, dann muss es sich aber auch lohnen. Ich glaube, ich krieg sowas wie eine Panikattacke. Oh, sorry, ich bin von hinten gekommen. Da bist du nicht die Einzige. Ein Leben voller Leidenschaft. So jemanden wie dich habe ich noch nie kennengelernt. Du zahlst, damit ich mit dir fühle? Da könnte ich gar nicht genug zahlen. Heilige Scheiße, du hast ihn entjungfert? Und wie waren die 30 Sekunden Seligkeit mit ihm?